Wir sind hier in der sogenannten Rathausstube hier im Museum. Die Rathausstube deswegen, weil wir die Reste, was im Rathaus vorhanden war, zu der Zeit, wo wir das Museum gegründet haben, übernommen haben. Es waren noch Gesetzesbücher da. Es waren natürlich auch die alten Schreibmaschinen da, ein Stehpult, die alten Stempel, ein Tresor, der grüne Tisch und die hatten Bänke für den Gemeinderat. Das haben wir alles so übernommen und hier rein in diese Stube gestellt, um zu zeigen, wie das früher so im Rathaus zuging. Und das war uns wichtig, dass die Nachwelt noch sieht, was hier früher im Rathaus passiert ist. Wir haben 1998 dann die Idee gehabt, hier aus dem Rathaus ein Museum zu gestalten und haben den Bürgermeister dann und Gemeinderat gefragt, ob wir das machen, ob wir das liegen können. Und wenn, dann gründen wir einen Verein, das haben wir dann gemacht und haben das Haus übernommen. Und Schritt für Schritt sind natürlich dann auch die alten Mieter raus und wir haben es dann zum Museum umfunktioniert. Was war denn bei dieser Museumsgründung das Ziel? Man könnte ja sagen, alles alter Kram, wen interessiert das überhaupt? Es gibt ein tolles Sprichwort, Altes erhalten, Neues gestalten. Und das war uns, glaube ich, doch wichtig, dass wir das Alte nicht vergessen, auch alte Geschichten nicht vergessen, alte Gegenstände, alte Berufe, die heute gar nicht mehr funktionieren, dass wir solche Sachen aufheben, sammeln und für die Nachwelt zeigen, dass die Nachwelt aussieht, nach, das war da früher auch ganz toll, was da gemacht wurde und was hergestellt wurde, was produziert wurde und was damit auch umgesetzt wurde. Hat denn das auch irgendwas mit Identifikation zu tun? Also in dem Sinn, dass ich mich noch mehr oder überhaupt erstmal mit meiner Heimat identifiziere, wenn ich weiß, wie es da so früher zugegangen ist? Das ist uns, glaube ich, auch gelungen, denn wir erleben das immer wieder, wenn ehemalige Wagenschwender, sage ich mal, oder von der Region wieder hierher kommen ins Museum und erinnern sich an die alten Zeiten. Die freuen sich und die sagen, toll, so war das früher, da bin ich noch auf dem Bild zu sehen oder das kenne ich noch von der alten Zeit. Und das ist, glaube ich, für viele Museumsbesucher ganz entscheidend, sich auch wieder zu finden in unseren Exponaten oder in unseren Bildern und das, was wir hier auch ausgestellt haben. Aber es ist ja nicht so, dass hier im Museum die sogenannte gute alte Zeit verklärt wird. Also wenn man sich hier umschaut, dann sieht man ja schon, dass das nicht immer alles nur gut war. Natürlich war das oft eine harte Arbeit, wenn man so die Landwirtschaft sieht, ne? Ohne große Maschinen, mit viel Handarbeit. Die Leute sagen, das war auch eine schöne Zeit, das war eine andere Zeit, klar. Das ist, glaube ich, auch wichtig, der jungen Bevölkerung mitzuteilen, wie das früher mal war, wie hart die Arbeit war, aber wie glücklich unter anderem die Menschen trotzdem waren. Und ich glaube, das kann man im Museum einfach auch sehen und erleben. Wenn wir uns jetzt mal Besucher von auswärts vorstellen, also Leute aus Großstädten, Touristen oder vielleicht auch Zugezogene, können die denn so eine Region vielleicht sogar besser verstehen, wenn sie mal in so ein Museum gehen, wie das hier in Wagenschwendt und sich da einfach umschauen und das einfach auf sich wirken lassen? Ja, in jedem Fall. Denn das haben sie ja sicher früher selbst nicht erlebt, was hier so passiert ist oder was hier erarbeitet wurde oder auch erwirtschaftet wurde. Und wenn man dann mal die Gegenstände sieht oder auch das ein andere Bild aus der Zeit, dann würden die sagen, ja, ich kann mir das jetzt schon vorstellen, wie das mal früher war. Denn ohne diesen Einblick, ohne Gerätschaft, ohne Exponate, wird es ja schwierig, irgendwas zu erklären. Aber wenn man dann sieht, das war das Werkzeug, was man dazu benutzt hat, um das herzustellen oder zu erreichen. Das ist für die Besucher ganz wichtig. Das ist auch ein Erlebnis für sich.